Nein! Ja, das geht leider wirklich nicht. Dings, dann tun wir da mal sinnlos Zeug rein. Fackeln gehen eben auch nicht. Kohle, ja, brauche ich für den Ofen zwar. Wo ist der Ofen? Ah, den habe ich kaputt gemacht, gell? Egal. Ich glaube so. Nein, so gibt es keinen Ofen, aber. Ein Enchanter, also so eine Verzauberungskiste. Do you believe in magic? Hä? Okay. Ah, das ist nicht da drin. Ja. Das hätte ich zwar auch schon lange. Aha. Aha. Was ist das? Defeat the Gold Boss. Silver Boss. Bronze Boss. Fly on a Fig. Fig. Das sind wahrscheinlich die Fliegenden. Enchanter habe ich ja jetzt gemacht. Das mache ich jetzt auch gerade. Incubator Moa. Ah, das ist eben Incubator, also Ausbrüter. Man kann so Eier ausbrüten, habe ich auch noch nicht gesehen. It's a book, in a book, in a book. Pink is the new blue. Okay. Da gibt es nur die zwei, hä? Ja. Gut, ja, ich habe eben auch gesehen in dem Video, es gibt grauenhaft geile Dungeons. Grauenhaft geil. Und so eine gehen wir nachher gerade zusammen suchen. So, auf jeden Fall Incubate. Ah! Fackespacke. Nehme ich das falsche Material. Und zwar mit einem Ambrosia. Hä? Machen wir es aus Erde? Muss gerade rasch ausprobieren. Ich habe gemeint, das machst du so. Hä? Aus Holz? Geht die Kiste, das ist ja klar. So ein. Hä? Incubator? Aha, warte mal. Nein, das kann sie nicht. Sie können das auch können machen. Auf jeden Fall, wie geht jetzt das? So. Ah. So. Was passiert jetzt? Jetzt wird sie irgendwie verzaubert, aber was genau passiert, weiß sie nicht. Ah, cool. Repariert ist's. Ja, los, da habe ich noch Flämmli. Cool. Aber das stresst mich jetzt ein bisschen. Ich habe gemeint, das machst du so. Du machst das so. Und dann so. Alles klar. I need some torches. Zwar Ambrosium Torches. Weil die kann ich da aufhängen. Und erst, wo es hell geworden ist, nur so kann man das machen. Nur wenn es hell genug ist. Nein, ist natürlich scheisse, kann ich da labern. Man muss das einfach in die Mitte stellen, so eine Fackel, und dann geht's. So. Ein Ausbrüter. Halt auch keine Ahnung, muss man das da so was rein tun. Und dann, was kann man ausbrüten? Slime. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall machen wir noch. Da. Spezielle Kisten für die Äther-Sachen. Wieso nicht gerade zwei Kisten? Weil es wären eh mehr Äther-Sachen. Dann brauche ich noch zwei Türen. Äther-Türen natürlich. So. Gut. Holy Stone brauche ich im Moment nicht. Sticks kann ich immer brauchen, das nehme ich auch mal mit. Dann nehme ich die Hälfte mit, was die können, zeige ich auch gerade. Und dort, das nehme ich jetzt mal mit, das ist der Parachute. Quicksilver brauche ich gar nicht. Dann nehme ich einen mit, um den Parachute zu zeigen. Dann das nehme ich wieder mit. Das geht wahrscheinlich nicht. He? Ein Ofen. Ein Ofen brauche ich normal Cobblestone.
Genau falsch. Idiota! Ups. So, geht. Das erste Häusli in der neuen Welt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch als Vorbereiter zum Dungeon suchen. Für das möchte ich mir gern zwei Schwerter machen. Hä? Was war jetzt das gewesen? Nature Staff. Okay. Nehme ich doch mal. Sage ich nicht nein. Dann die Schwerter, die sehen einfach hammergeil aus, finde ich. Weil Violett ist ja eine königliche Farbe, kennen wir. Jetzt kann ich leider keine Axt mehr machen, ich mache noch eine Schaufel. Yeah. Reparieren kann man aber nur Holzsachen, glaube ich. Also das weiss ich einfach aus dem Video, das hat der erzählt. Ich weiss nicht, ob man soll glauben, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich bin mal so glaubenswürdig, vertrauenswürdig. Was ist das? Kann ich... Für was ist das, sagen wir? Ah, da ist noch einer. Das da hinten. Ey, ich habe einfach keine Ahnung, was das ist. Pff, wir sehen sie dann. 64 lasse ich mal. Lass ich mal da, ja, und ich nehme Erde mit, weil, ja, das sehen wir auch dann. Gut. Dann noch ganz kurz demonstrieren. Aus vier von denen kann man sich einen Fallschirm machen. Das heisst, wenn ich jetzt da so runterfallen würde, wenn ich rechtsklicke und habe so wie der Silver Surfer, so mein Fallschirmbrett, so. Blum. Genial, hä? Also ich finde es schon geil. Dann gibt es da Slimes, blaue Slimes, die drei von denen droppt. Und dann haben wir da drauf gegangen, macht es. Und darum habe ich gerade den zweiten Fallschirm genommen. Weil es ist recht verletzend, wenn man so hoch oben runtergeht. Dann fühle ich mich emotional verletzt. Gut. Das haben wir ja alle geklärt. Und jetzt mal schauen, jetzt schießt es mich eigentlich an, da rumlaufen. Wow! Nein! Fuck! Aber es hat sich mal gelohnt, um das auszuprobieren. So kann man sich sicher noch Lift machen oder so, von einem Punkt auf den anderen und dann. Naja, wird sicher lustig. Was wollte ich? Eben so Raw Porkchop wollte ich hier oben lassen. Dann. Das nehmen wir so. Das könnt ihr rasch essen, das brauche ich nicht. Machen wir so Sicherheitsdingers. Sicherheitsfallschirm. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich frage euch sicher, von wo ich die Wolken habe. Ihr seht ja die Wolken, dort kann man drauf gumpen. Und dann dort drauf rumlaufen. Also so drinnen, man ist in der Wolke innen, man geht. Ja, sicher, Pussy. Man ist wirklich dort drinnen. Ein blauer Slime. Und. Man geht einfach. Ja, nicht runter, so wie ich. Gut, eben easy ist ja. Wasser. Oh, das habe ich vergessen. Fuck, sorry. Ja, ich mache es erstaunen. Ich kann nie genug von diesen Dingern haben. Mal schauen, vielleicht bin ich mal wieder froh darum. Es gibt so spezielle Kessel. Ui, wo war das? Es gibt halt so spezielle Kessel da. Skyroot Bucket. Und das, man kann nur die brauchen für Gift oder so. Was ist das? Ist das spezielles Wasser? Nein, ich glaube kein spezielles Wasser. Egal.
Auf jeden Fall habe ich jetzt mal Wasser mitgenommen, aber ich brauche den noch für etwas anderes. Skyward Bucket full of water. Water, Milk and Poison. Poison. Weiß ich auch nicht genau, wie man es ausspricht, obwohl ich eigentlich noch relativ gut Englisch kann. Poison. Ja, ich würde sagen Poison. Ne? Oh! Qu'est-ce que c'est für ein Baum? Nehme ich gerade mal ein Setzling mit. Gib mir deine Setzling, du Baum. Ich will dich in meinem Garten oben haben, weil du bist neu. Nur wegen dem. Ja, aber gib mir ein Setzling, bitte. Hey, uncool. Ja, und du musst immer wieder kommen, rein stressen. Ja, viel Bock habe ich immer noch nicht. Ja, aber voll uncool. Ich will ein Setzling von diesem Baum. Gibt es von denen kein Setzling? Sag mal. Ja, da sehen wir gerade so eine Wolke. Kommt mal rein. Ich bin da in der Wolke rein. Die kann man natürlich auch abbauen. Ich finde das faszinierend. Und das passiert, wenn man ganz runterfällt. Man fällt einfach wieder in die alte Welt zurück. Und da ich so ein Sicherheitsding habe, ein Sicherheitsfallschirm, komme ich sicher und wohlbehalten in meinem Brunnen an. Plutsch! Huere herrlich, oder? Huere herrlich. Ich finde es geil. Scheiße, ist halt einfach, jetzt muss der ganze Weg wieder laufen, aber ist mir eigentlich egal. Macht Spass, los. Weiter. Ja, ich kann. Einen Fallschirm habe ich noch, gut. Ich gehe gerade mal einen anderen Weg. Hey, ist das ein geiler Slime? Den will ich sehen. Oh, schau dir oben scharf. Uncool. Voll uncool. Hey, die schweben, schau dir das mal an. Die Schäfli. Hey, ich brauche unbedingt einen Bogen. Ich muss erst dort tun. Ja, so schnell brauche ich einen Bogen, das glaubt ihr ja gar nicht. Sorry, gell, aber ich kenne mich halt wirklich noch nicht aus. Da müssen wir jetzt damit durch. Und ich würde gerne auch so einen Drecksvogel abmetzen. Und dann auch mal mit einem Kessel anstupsen. Mal schauen, ob ich dann so Gift überkomme. Weil das sind ja die, die mich auch vergiftet haben. Und ich glaube, das sind eben die Moors. Und dann Moor ausbrüten hat es geheißen. Das heisst, ich muss doch irgendwie so einen. Ja, Schäfli. So ein Ei oder sowas überkommen. Was habe ich wollen? Ein Bogen. Ich habe keine Spinnenseite. Niet! Okay, ich gehe ohne Bogen weiter. Wow! Wow! Hoi! Hey, so herrlich! Schieß mir richtig an, dich töten. Herrlich. Wo ist jetzt sie? Nein. Ist jetzt auf meinen Slime gekommen? Komm.